Der FC Basel empfing zu Hause den FC St. Gallen. Alex Frey erzielte in der 20. Minute das 1:0. Sein vierter Saisontreffer. Gigliappi brachte die Basler wenig später mit einem Traumtor mit 2:0 in Führung. Dem Druck der Basler hatte St. Gallen nichts Zählbares entgegenzusetzen. Die größte Chance auf den Anschlusstreffer besaß Nico Abeckel in der 52. Minute. Auch Sandro Calabro scheiterte, dessen Kopfball auf das Basler Tor war zu harmlos. Stattdessen erhöhte Federico Almaraes 10 Minuten vor Schluss auf 3:0. Die St. Gallen Abwehr sah fast tatenlos zu. Dritter Sieg im dritten Spiel für den FC Basel.